Grüße Sie. Wir werden gleich von den beiden einen Vortrag hören zum Thema Fahrradverkehrsmodellierung. Vielleicht ganz kurz was zu den Sprechern. Herr Erdmenger ist Umweltwissenschaftler und war beim Internationalen Städtenetzwerk und beim Bundesumweltamt tätig und leitet seit 2013 am Verkehrsministerium in Baden-Württemberg die Abteilung Nachhaltige Mobilität. Herr Wasmuth ist seit 2001 hier bei uns bei der PTV tätig und aktuell Leiter des Bereichs Verkehrsplanung und Verkehrstechnik bei der PTV Transport Consult. Ja, Herr Erdmenger und Herr Wasmuth, the stage is yours. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir waren so abgesprochen, Herr Wasmuth, dass ich ein paar einführende Worte sage und Sie haben dann die Folien. Zur Einführung, so ein Verkehrsministerium ist ja nicht nur dafür da, interessante Erkenntnisse zu generieren, sondern in erster Linie dafür da, das Land zu verändern und Probleme beim Verkehr im Land zu lösen. Und die Geschichte, die wir heute erzählen können, die beginnt dabei, dass wir ein Problem aktuell ganz gut im Griff bekommen haben und gelöst haben. Und uns gerade ein neues vornehmen. Das Problem, das wir nämlich gelöst haben in Baden-Württemberg weitgehend, ist das Problem der Luftreinhaltung. Das war ja in den letzten Jahren in aller Munde. Wir schaffen es voraussichtlich, dieses Jahr alle Grenzwerte einzuhalten. Das hätte vor 5 Jahren niemand für möglich gehalten. Und unter anderem haben wir das dadurch geschafft, indem wir einen längerfristigen Planungsprozess aufgesetzt haben, um zu sagen, wie kommen wir denn Schritt für Schritt dem Ziel näher, diese Luftschadstoffbelastung zu reduzieren, auch mit einem Mix an Maßnahmen. Und was Ähnliches haben wir im Moment vor, beim Thema Klimaschutz. Beim Thema Klimaschutz haben wir eine wesentlich größere Herausforderung, denn da müssen wir es bis 2030 schaffen, dass wir ein Drittel weniger Autos in den Städten haben und die Menschen, die dann nicht mehr mit dem Auto transportiert werden, mit dem ÖV, dem Fahrrad und dem Fußverkehr zu transportieren. Das heißt, da haben wir ein enormes Wachstum vor uns. Zum Beispiel beim Radverkehr heißt das, dass wir eine Verdoppelung gegenüber dem heutigen Stand erreichen müssen, mal gedacht auf das gesamte Land. Das heißt, da haben wir riesige Herausforderungen, an denen wir an verschiedensten Baustellen arbeiten. Aber eine Baustelle ist, dass wir die Kommunen dazu ermuntern und anhalten, sogenannte Klimamobilitätspläne zu erstellen. Das ist was Ähnliches wie ein Luftreinhalteplan. Und beruht auf einer Verkehrsmodellierung. Und damit sind wir jetzt endlich beim Thema. Denn die Frage, die wir uns im Verkehrsministerium gestellt haben, ist, bilden eigentlich die Verkehrsmodelle unter anderem den Radverkehr oder besser gesagt den Modal Shift zum Radverkehr richtig ab? Da ist uns aufgefallen bei der Luftreinhaltung schon, dass die Modelle, egal was für Maßnahmen wir da eingespeist haben, eigentlich nur eine sehr geringe Veränderung des Radverkehrsanteils mit sich gebracht haben. Und mit dieser Beobachtung habe ich mich vor einiger Zeit, ich glaube es ist 2 Jahre her, Herr Wasmuth, mal mit Herrn Wasmuth drüber unterhalten und ihn gefragt, ob er dazu eine Lösung parat hat. Und das hat in ein sehr gutes Projekt gemündet. Und dieses Projekt und die näheren Überlegungen kann Herr Wasmuth. Ja, vielen Dank. Perfekte Einleitung, Herr Edminger. Ich hoffe, man sieht die Folien, weil das sehe ich jetzt irgendwie hier nicht, ob man die sieht, aber ich denke mal, das ist so. Also ich sehe sie. Ja, gut, dann wird es wohl bei allen funktionieren. Die Ausgangslage lässt sich relativ gut auf ein Beispiel der Stadt Karlsruhe fokussieren, nämlich genau die Fragestellung, wie ändert sich der Modal Split Karlsruhe? Sie sehen jetzt hier klassische Modal Split-Darstellung, Jahr 2002, 2012, sieht erstmal relativ harmlos aus. Wenn man dann aber da näher reinschaut, dann fällt da etwas Spezielles auf, nämlich der Radverkehr ist von 16% auf 25% gestiegen innerhalb von 10 Jahren. Und die schlichte Frage, mit der wir dann konfrontiert wurden, unter anderem von Herrn Edminger, ist die Frage, hätte jetzt ein Verkehrsmodell, wenn man im Jahr 2002 eine Prognose 2012 abgeleitet hätte, denn ergeben, dass der Radverkehr um 25% gestiegen oder um 9% auf 25% gestiegen ist. Schlichte Antwort, vermutlich nicht. Also das hat keiner gemacht. Aber das Modell kann das auch gar ein Modell, ein klassisches Verkehrsmodell hätte das gar nicht gekonnt, weil es nämlich nur eine beschränkte Auswahl hat von Sachen, die abgebildet werden. Und das ist der Punkt, den ich jetzt gerne hier nochmal kurz vorstelle. Da muss man jetzt leider so ein bisschen in die Modelltheorie einsteigen und sich eben überlegen, was sind eigentlich die Parameter, nach denen ein Modal Split-Wahl in einem Verkehrsmodell tatsächlich funktioniert?
Dazu gibt es jetzt eben immer diese Nutzenfunktion, die fließt dann hinterher in die Logit-Aufteilung der Modi. Und dieser Nutzen beschreibt, wie jede Person auf jedem einzelnen Weg, jede Relation von A nach B, das Fahrrad und alle anderen Verkehrsmittelalternativen wahrnimmt. Also es gibt irgendwas, was aus dem Netz kommt, Fahrzeit und Entfernung zum Beispiel. Dann gibt es die Modellparameter, die über Haushaltsbefragungen kalibriert werden, wie also sich Zeit und Strecke berechnet. Und dann gibt es noch diese Modus- oder Verkehrsmittelkonstante am Ende, die alles so zusammenpackt, was dann noch übrig bleibt, was eben nicht aus Fahrzeit und Strecke direkt zu erklären ist oder nicht aus den Parametern, die vorgegeben sind. Und die umfasst eben alles das, was so persönliche Eigenschaften sind, Vorlieben und so weiter. Und wird dann eben auch über die Haushaltsbefragung im Verhältnis zu den anderen Modi kalibriert. Wenn man sich jetzt überlegt, was könnte jetzt in einem guten Verkehrsmodell abgebildet werden, dann sind das eben die Sachen aus dem Netzmodell. Die sind eben genau die, die ich dann auch in die Zukunft prognostizieren kann. Also von 2002 bis 2012 in Karlsruhe hätte ich die alle abbilden können. Und alles das, was aber in dieser Moduskonstante hängt, das lässt sich eben nicht prognostizieren, weil das quasi ein Wert ist, der nur im Verhältnis zu den anderen Modi gilt und dem man jetzt nicht einfach sagen kann, ich erhöhe oder reduziere den um 10%. Um jetzt zu schauen, was ist jetzt in Karlsruhe passiert und was kann ein Verkehrsmodell gut und was kann es weniger gut, jetzt mal zwei Kategorien. Das eine ist das, was man tatsächlich durch ein gutes, und jetzt liegt die Betonung tatsächlich auf gut, weil das jetzt nicht wirklich alles Standard ist, das abbilden kann. Das sind jetzt einfach ein paar Beispiele aus Karlsruhe von Sachen, die tatsächlich passiert sind. Das sind Knoten, Vereinfachungen, Streckenführungen. Das sind die Anlage von Radfahrstreifen mit speziellen Abbiegebeziehungen. Das ist die Öffnung von ehemaligen Fußgängerzonen als Fahrradstraße. Also tatsächlich ein neues Netzelement. Das sind die Öffnung von Einbahnstraßen in die Gegenrichtung, also auch tatsächlich für den Fahrradverkehr eine eigene Abbildung. Und das ist eben auch durchaus die Berücksichtigung von Steigungsstrecken, die ja für das Fahrrad durchaus von Bedeutung sind. Das sind alles Sachen, die kann man in einem Netzmodell abbilden. Das wurde aber früher nie gemacht. Da hat man einfach irgendwie das Kfz-Netz mit einem Faktor belegt und daraus die Radgeschwindigkeit abgeleitet. Aber das sind Sachen, die problemlos oder mit, sagen wir mal, methodisch problemlos abgebildet werden. Dann sind aber jetzt in Karlsruhe und auch in jeder Stadt, die eine deutliche Steigerung im Radverkehr beobachtet hat, irgendwelche Sachen passiert, die eben tatsächlich sehr schwierig abzubilden sind im Netzmodell. Das sind zum Beispiel, dass die Stadt Karlsruhe Fahrrad verschenkt hat. Das kann ich jetzt dem Verkehrsmodell relativ schlecht beibringen, weil ich auch gar nicht weiß, welche Wirkung das hat, wenn Fahrräder verschenkt werden. Das sind sowas wie überdachte Bike-and-Ride-Stationen, Image-Kampagnen. Naja, und dann ist beim Fahrrad auch immer das Thema Wettereinfluss eine große Bedeutung. Das kriege ich dem Verkehrsmodell auch relativ schlecht mitgeteilt, wie es denn darauf zu reagieren hat. Ich habe also auf der einen Seite Sachen, die kann ich abbilden, und dann gibt es aber eben die rechte Seite. Das sind genau die Sachen, die in dieser Moduskonstante drin hängen, die ziemlich schwierig abzubilden sind und die jetzt in Karlsruhe dazu geführt haben, dass es diese Verlagerung gab, die aber schwer prognostizierbar sind. Wenn man sich das also anschaut, wie könnte es jetzt besser werden, das Verkehrsmodell? Und das war das, was wir im Auftrag des Landes Baden-Württemberg mal untersucht haben. Aber auf der einen Seite, und das ist wahrscheinlich der erste und vermutlich auch der wichtigste Punkt, ich muss das Netzmodell tatsächlich verbessern, ich muss die Netzabbildung verbessern, weil ich das auch sehr gut prognostizieren kann. Ein zweiter Punkt ist, ich muss mir überlegen, inwieweit habe ich nicht vielleicht doch noch Parameter, die jetzt eben nicht hier Fahrzeit- und streckenabhängig sind, um die zu ergänzen, um quasi den Einfluss dieser nicht prognostizierten Moduskonstanten zu reduzieren. Und der dritte Punkt, über den wir uns auch Gedanken gemacht haben, warum kann man nicht eigentlich dann doch vielleicht mal an diese Moduskonstante gehen und die für eine Prognosebetrachtung anpassen? In der Kürze der Zeit möchte ich diese drei Punkte jetzt nochmal kurz vorstellen. Das eine ist die Verbesserung Netzmodell. Wir hatten das am Beispiel Ludwigsburg gemacht und ein komplett neues, eigenständiges Radnetz eingeführt in Wiesum, das quasi als zusätzlicher Layer auf dem Kfz-Netz liegt, haben dort die Radverkehrsführung differenziert betrachtet. Also Mischverkehr kriegt einen Reisezeitzuschlag, Fahrradstraße kriegt einen Reisezeitabschlag, und das Ganze dann eben noch abhängig von der MIV-Belastung, was natürlich insbesondere im Mischverkehr
eine große Bedeutung ist. Also es ist quasi sowas wie eine CR-Kurve, nur bezogen auf den Kfz-Verkehr, Steigung und so weiter, alles berücksichtigt. Und wir haben uns intensiver Gedanken darüber gemacht, wie ist denn die Abbildung in einem Knotenpunkt? Also was muss jetzt zum Beispiel dieser links abbiegende Fahrradfahrer, wen muss der denn alles durchlassen, ob er sich jetzt an die rote Ampel hält oder nicht? Er muss sich trotzdem damit auseinandersetzen, dass hier jede Menge Kfz-Verkehr zu kreuzen ist, der eben dann auch als Teil des Widerstands mit einfließt. Damit kommt man dann schon relativ weit, kann auch den Einfluss der Verkehrsmittelkonstante reduzieren, aber eben nicht ganz auflösen, weil noch dieser restliche Block kommt. Der zweite Block muss also dann sein, ich muss den Einfluss der Moduskonstanten in meinem Erklärgehalt reduzieren, möglichst durch weitere Parameter. Das könnten jetzt auch weitere Netzattribute sein, das könnten Bezirksattribute sein, wie zum Beispiel die Fahrradaffinität in bestimmten Bereichen. Ich könnte versuchen, sowas wie Anzahl Abstellanlagen in mein Modell quasi einzukalibrieren, auch immer unter der Annahme, dass ich abschätzen kann, welche Wirkung das auf das Verhalten hat. Und man könnte das Modus Fahrrad unterteilen in konventionelle Fahrräder und in elektrifizierte Fahrräder, was bei der zusätzlichen Marktdurchdringung von Pedelecs sicherlich bald sehr sinnvoll ist, weil es tatsächlich ein ganz unterschiedliches Verhalten gibt. Und man könnte sich auch überlegen, ob man die Personengruppen differenziert, um diese Fahrradaffinität besser abzubilden. Wir machen das üblicherweise Differenzierung nach Pkw-Verfügbarkeit, ja, nein. Könnte man natürlich auch in Fahrradaffinität, ja, nein, sich auch noch überlegen. Und man könnte noch einen Schritt weitergehen. Da habe ich tatsächlich auch mit dem Herrn Edminger schon länger darüber diskutiert, inwieweit kann man denn nicht eigentlich diese grundsätzliche Nutzenfunktion einfach mal in Frage stellen und vielleicht etwas dynamisieren. Das sind sicherlich Punkte, über die man auch nachdenken kann. Ja, und der dritte Punkt und auch der letzte Punkt ist tatsächlich die Überlegung, okay, ich weiß nicht so genau, wie sich diese Moduskonstante verhält in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie sich die Einstellung der Bevölkerung, wie zum Beispiel in Karlsruhe, dem Fahrradfahren gegenüber verändert. Aber es steht mir ja völlig frei zu überlegen, wie würde denn meine Stadt in einem Szenario aussehen, dass ich einen bestimmten Modalsbit erreiche. Das ist also jetzt quasi das Umgekehrte. Ich lasse nicht das Modell berechnen, welcher Modalsbit ergibt sich, sondern ich gebe quasi vor, über die Moduskonstante, ich hätte gerne den und den Modalsbit jetzt hier gemacht und sage dann, das Modell rechnet mir jetzt aus, welchen Modalsplit ergibt sich, also quasi was ist das abgebende Verkehrsmittel. Das ist natürlich nicht immer nur das Auto, sondern das ist eben auch ganz viel zu Fuß gehen und öffentlicher Verkehr und kann natürlich dann mit meiner neuen Matrix dann auch in eine Umlegung einsteigen und dann ausrechnen, wie wäre jetzt tatsächlich die räumliche Verteilung, also quasi wie sieht meine Stadt aus mit einem Verdopplung im ÖV-Anteil, im Fahrradanteil. Das gibt mir natürlich jetzt nicht vor, dass das so kommt, aber ich bin immer noch der Meinung, das wäre auch in Karlsruhe nicht möglich gewesen, das exakt im Modell vorauszuschätzen. Also drehen wir es doch einfach mal um. Ich glaube, das ist für Städte durchaus interessant, in Szenarien das mal durchzuspielen. Das sind die drei Punkte. Ich möchte das gerne zusammenfassen und vier Thesen zum Abschluss darstellen. Das eine ist, dass wir kontinuierlich, und dazu gehören eben die Anforderungen von einem durchaus anspruchsvollen Auftraggeber in Sachen Luftreinhaltung und Klimaschutz wie Baden-Württemberg dazu, dass die Modelle zum Radverkehr besser werden müssen, und zwar nicht nur von der Softwareseite, sondern eben auch von der Modellkonzeption. Die Anforderungen des Radverkehrs führen aber auch dazu, dass die Modelle natürlich komplexer werden. Wenn ich einfach daran denke, eine Verdopplung des Netzmodells macht das Modell nicht einfacher. Und wenn ein Auftraggeber gerne in 5 Minuten Ergebnisse hätte, dann muss man eben schauen, wie das mit der Rechenzeit funktioniert. Wir müssen aber auch festhalten, die Einflüsse auf das Fahrradfahren sind jetzt sehr komplex. Das ist keine neue Erkenntnis, aber sie muss immer berücksichtigt werden. Wir müssen in der Lage sein, diese Prognosefähigkeit des Fahrradmodells zu steigern und nicht nur mit dieser Stellschraube, wir drehen an der Geschwindigkeit, versuchen, in die Prognose zu kommen, sondern wir müssen versuchen, den Erklärgehalt des Modells weiter zu verbessern. Wir sind besser geworden, aber da ist sicherlich noch einiges drin. Naja, und das führt dann automatisch gleich zu der vierten These. Wir wissen einfach noch viel zu wenig, welchen Einfluss hat denn jetzt die Radabstellanlage oder das geschenkte Fahrrad oder die Marketingkampagne auf die Modalwahl. Da müssen wir einfach viel mehr wissen. Da sind erforderlich zusätzliche Haushaltsbefragungen. Und eben auch Diskussionen, Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Und deswegen quasi ganz dick nochmal der Appell, diskutieren Sie mit uns darüber, wenn Sie da Erfahrung gemacht haben, wenn Sie eine Meinung haben, wenn Sie Untersuchungen kennen, die dort was gemacht haben, dann ist das sicherlich hilfreich, wenn sich quasi so eine Community der Radverkehrsmodellierung
findet, die dann da drüber diskutieren kann. Also insofern hier nochmal meine E-Mail, wenn Sie da irgendwas haben, irgendeine Meinung haben oder so, das werden wir nicht jetzt in dieser Sitzung wahrscheinlich diskutiert kriegen. Aber schreiben Sie mir eine E-Mail, wir sammeln das, wir bereiten das auf und haben, glaube ich, alle die gleiche Motivation, nämlich die Radverkehrsmodellierung besser zu machen. Ja, insofern glaube ich, trotz komplexem Thema in der Zeit ganz gut durchgekommen. Ich möchte noch gerne darauf hinweisen, morgen wird meine Kollegin Annette Ehlert nochmal die Modellierung von Fahrradverkehr in Bisum näher vorstellen. Das ist dann eher die technische Lösung. Das war jetzt quasi so der planerische Überblick. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe mal, Sie waren aufmerksam und freue mich jetzt auf die Diskussion. Gut, herzlichen Dank, Herr Erdmenger und Herr Wasmuth.